Mit einem gigantischen Feuerwerk und vielen weiteren spektakulären Darbietungen sind die Olympischen Sommerspiele in Paris zu Ende gegangen. Eines der Highlights war der Auftritt von US-Schauspieler Tom Cruise. Der 62-jährige Hollywood-Star seilte sich vom Dach des Stadions ab und nahm dabei die olympische Flagge in Empfang. Anschließend raste er damit auf einem Motorrad durch das nächtliche Paris. IOC-Präsident Thomas Bach erklärte die Spiele gegen Mitternacht für beendet. Das war das Frankreich, das wir lieben, nicht das Frankreich der Extreme, der Konflikte und des Krieges. Die Ode an den Frieden des IOC-Präsidenten war sehr, sehr schön. Ich hoffe also, dass die Staats- und Regierungschefs der Länder auf der ganzen Welt zuhören werden. Wir wollen Frieden. Es war eine sehr schöne Zeremonie. Die Zeremonie war toll. Ich war innerlich ganz aufgewühlt. Die Länder der Erde sind zusammengekommen, alle an einen Ort. Und bei all dem, was in der Welt gerade passiert, habe ich die Energie einer vereinten Welt gespürt. Für mich war das sehr stark. Die nächsten Olympischen Sommerspiele finden 2028 in Los Angeles statt.